Animania wird euch präsentiert von wowszene.de und der WoW Nacht. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. Alimania, bleibt dran, ich schwöre euch, es lohnt sich. Hier kommt Demolition Dimitri, der furchtlose Gnom-Hexenmeister, und ich verfluche euch. Ich bin Atinuviel, die schlaue und wunderschöne Elfenpriesterin. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Mirak. Ich bin ein Druide und werde nicht für euch kochen. Horst mag keine Vorspannmusik, aber er ist ein großer, starker Krieger. Gemeinsam kämpfen unsere Helden in jeder Folge um Ruhm und Ehre und erleben neue und spannende Abenteuer in der Allianz des Wahnsinns. In Alimania. Es ist ein wunderschöner Wintertag in der Welt von Azeroth und wir beginnen unsere heutige Geschichte im Auktionshaus von Ironforge, wo sich Horst und Miracoli nach neuen Rüstungsteilen umsehen. Du Miracoli, wie funktioniert das hier eigentlich? Ich verstehe das System noch nicht so ganz. Horst, eigentlich ist es ganz einfach. Ich meine, hier sind tausende Waffen und Rüstungen zu erwerben, aber ich sehe hier außer ein paar Pappschilder an die Wand nicht eine Waffe im Schaufenster. Das läuft so, Horst. Du bietest für eine Waffe oder ein Rüstungsteil und wenn du es gewinnst, wird es dir per Post zugeschickt. Bei so einer großen und schweren Waffe wird doch sicher viel Porto fällig, oder? Es ist ja schließlich Sperrgut. Liefert die DHL denn auch nach Azeroth? Gott, du kannst Fragen stellen. Guck, ich habe jetzt diese Bracers per Sofortkauf erworben. Und nu? Ich habe ja eine FedEx-Lieferung für einen gewissen Horst. Das bin wohl ich. Dann unterschreiben Sie bitte hier. Siehst du, Horst, das ist so schön am Auktionshaus. Du bist in einem kleinen Raum, völlig für dich allein und kannst dir in aller Ruhe aussuchen, was du brauchst, ohne dass dich irgendwer stört. Looking for Member Sholo, 9 von 10, Need Mage. Öffne kostenlos alle Kisten, stehe auf der Brücke vor Suche dem Aha. Suche noch skillte Spieler für unsere Pro-Gilde. Wir reichen zwar weder im PvE noch im PvP etwas, aber dafür reicht ein Spit-Makro aus, um bei uns Mitglied zu werden. Jetzt im Aha, Hurricane, mega PvP-Bon, nur 500 Gold, mega Schnäppchen. Ich biete billige Enchants. Wenn ihr die Mats mitbringt, sogar umsonst, sogar einige sehr seltene Enchants vorhanden. Unter anderem plus 10 Stam auf Intimschmuck. WTS, Serpentin-Schärfe. Sehr billig. Whisper me. Was zur Hölle ist das? Das sind die Ironforge-Yeller. Gott, das ist ja schrecklich. Ah, siehst du? Da kommt schon die Yell-Polizei. So, Freundchen. Das macht dann 10 Gold wegen unerlaubten Jellens in einem geschlossenen Gebäude. Hier ist ihr Strafzettel. Ja, ich, Entschuldigung, das war mein kleiner Bruder. Ich mach sowas ja nicht. Joll. Na prima, ist doch toll, dass wir hier so fähige GMs haben, die immer so cool auf uns Acht geben. So, jetzt aber zurück zum Geschäft. Sida, ich möchte gerne diese Rüstung kaufen. Macht 20 Gold. Okay, hier bitte sehr. Was? Moment mal. Nein, so geht das nicht. Bitte? Naja, wir müssen erst feilschen. Nee, wir müssen jetzt los. Was meinen Sie mit nein? Wir sind mit unseren Freunden in Stormwind verabredet und wir müssen vorher noch beim Mondhändler vorbei. Dann geben Sie die Rüstung zurück. Aber ich hab die schon bezahlt. Paul, dieser Mann will nicht falschen. Okay, sagen wir 10 Gold. Okay, sehr schön. 10 Gold? Wollen Sie etwa behaupten, die Rüstung wäre keine 20 Gold wert? Fühlen Sie die Qualität. Ich gebe sie Ihnen für 19. Okay, abgemacht. Nein, so hat das doch keinen Sinn. Die Rüstung ist doch keine 19 Gold wert. Aber Sie haben doch gerade gesagt, sie wäre von der Qualität her 19 wert. Moment mal. Ich kenne Sie doch. Sie sind doch der Reporter-Fuzzi. Wie hieß er noch gleich? Peter Panzer. Mein Name ist Peter Pansky und ich war bis vor kurzem Star-Reporter bei Azeroth Live. Und dann kam diese blöde Alimania-Sache. Naja, dieser Job hier ist auch ganz nett. Ich kann mir zwar keine teuren Anzüge mehr leisten und ernähre mich von Schildkrötensuppe. Oh, was soll's. Wenn ich einen von diesen Alimania-Typen erwische, werde ich... hallo? Wo sind die hin? Ach Mist!
Hätte ich doch nicht bei 20 Gold angefangen. Das mit dem Falschen muss ich noch besser üben. Nach einem Zwischenstopp beim Mountverkäufer treffen sich unsere Helden wenige Stunden später vor Stormwind wieder. Brrrr, Mensch, stelzer Hengst. Einen schönen guten Abend, verehrter Ronny. Du hast wahrlich ein edles Ross als dein Reittier gewählt. Guten Tag, Uschi. Das Kompliment kann ich dir nur zurückgeben. Dieser schwattweiße T-Shirt passt richtig gut zu dir, schöne Elfenpriesterin. Obwohl mir bei den Tierchen generell der Kofferraum fehlt. Schau, da kommen Miraculi und Horst. Guten Tag, verehrte Kameraden. Ah, sehr schön. Du hast dir den schwarzen Tiger mit den weißen Streifen ausgesucht. Ich hab's lieber andersrum gewählt, weil das besser zu meinen Schuhen passt. Horst, was ist das denn? Naja, was soll ich sagen? Pferde waren halt ausverkauft. Da bin ich halt zum Gebrauchtwagen, gebrauchten Maulhändler gegangen und hab mir diesen Bock hier gekauft. Er wollte nicht auf mich hören. Horst! Also mal ehrlich, die Ziege, da, auf der du reitest, siehst nicht so aus... Hört auf, über meinen Bock Rudi zu lästern! Rudi ist ein stolzer Kampfbock und wird mir in jeder Schlacht zur Seite stehen. Dein stolzer Kampfbock hat dich gerade abgeworfen. Das sieht nach wahrer Liebe aus. Er hat halt Anpassungsschwierigkeiten. Ich möchte euch mal sehen, wenn euch jemand aus eurer gewohnten Umgebung herausreißt. Da hinten kommen Raul und Dimitri. Komisch. Sie gehen zu Fuß und Raul führt sein Pferd hinter sich her. Hallo Mädels. Ein schönes Pferdchen, Raul. Ja, Raul. Die Farbe ist wirklich schön. Dimitri, was ist mit dir? Wo ist dein Mount? Naja, ich habe von meinem Hexenmeisterlehrer einen Zauberspruch bekommen, mit dem ich mir ein Teufelsross beschwören kann. Klingt doch cool. Los, Dimitri, jetzt zeig uns endlich deine Studie. Aber ihr kennt Uschi doch schon. Zeig uns dein Mount, du Fruchtzwerg. Ach so, naja, es gibt da ein kleines Problem. Ist doch egal, beschwör dein Mount, go, go. Naja, okay. Ene, mene, 1, 2, 3, komm herbei, Kartoffelbrei. Wuh, stark! Das ist wirklich beeindruckend. Du hast deinen Mount Kartoffelbrei genannt? Mir kommt das irgendwie bekannt vor. So, und was ist nun dein Problem? Ich komm da nicht alleine hoch. Das Vieh ist viel zu groß. Komm, kleiner Gnom, ich mach dir eine Räuberleiter. Das ist nett von dir, Miraculo. Ich hätte natürlich auch einfach draufspringen können. Ja, richtig. Und gleich danach einen Dunking gegen Air Jordan. Wer ist Air Jordan? Das weiß doch jeder Trottel. Air Jordan ist die neue Greifenfluglinie. Aha, okay. Und was ist dann ein Dunking? Was habt ihr so an neuen Spells von euren Lehrmeistern eigentlich bekommen? Nichts Besonderes. Größtenteils verbesserte Sprüche, die ich bereits kannte. Plus dieses komische neue Talent namens Schattenform. Mal eben testen, was das ist. Ich bin die Königin der Schatten und ich bringe euch Tod und Verderben. Wow, Uschi, mach das aus. Du machst mich Angst. Oh, war das geil. Kennt ihr das Gefühl, dass man nach dem Sex hat? Nein. Kannst du das mir mal eben zeigen? Also ich kann mich jetzt in einen Moonkin verwandeln. Und wofür ist der Dude? Naja, meine Aura erhöht eure Crit-Chance. Und es sieht fitzig aus, wie ihr tanzt. Ja, das auch. Horst, was hast du Neues gelernt? Naja, ich kann jetzt Mortal Strike. Ein ganz besonders harter Schlag. Und sonst habe ich vor ein paar Stufen einen neuen Einschüchterungsschrei gelernt. Wartet, ich mach mal. Haltet euch die Ohren zu. Schnell. Ich will zu meiner Mami. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Ohren zuhalten. So Leute, können wir dann mal los? Wir haben heute noch einen anstrengenden Auftrag zu erledigen. Wir treffen uns in einer Stunde in Tiris Fall Glades mit Cliff und werden dort SM machen. Wir machen SM? Ja, und seid pünktlich. Unsere Helden stehen eine Stunde später vor der legendären Scarlet Monastery, sprich dem sagenumwobenen scharlachroten Kloster. Gott, wo bleibt denn Horst, ey? Verdammter Krieger. Der hat sich bestimmt verlaufen. Oder seine Ziege hat ihn wieder abgeworfen. Da hinten kommt er. Oh mein Gott, wie schaut der denn aus?
Horst reitet stolz in einem rot-schwarzen Lack- und Lederoutfit auf seinem Widder Rudi vor. Horst, warum zum Teufel hast du eine rote Latexmaske auf und eine neunschwänzige Katze in deiner Hand? Naja, ihr habt doch gesagt, wir wollen es ämmern. Mit das ämmern bis Scarlet Monastery, du Leguan. Oh Mann, das ist mir jetzt aber peinlich. Also ich finde ihn sexy. Ich finde, er kann das tragen. Ey, du, willst du ein A kaufen? Das gute A? Verdammt, Cliff! Oh Mann, hast du mich erschreckt. Hör damit auf, dich immer so anzuschleichen. Ach, ihr seid's. Ronny, du kannst dein Schild wieder ausmachen. Das ist nur Cliff. Ja, Entschuldigung. Das ist so ein Reflex von mir. So, dann können wir jetzt ins Scharlachrote Kloster. Wir müssen die vier Anführer des Ladens töten. Schon wieder irgendwelche Anführer töten? Ich finde das irgendwie langweilig. Ich hab da auch keine Lust zu. Aber wo ich gerade hier das Zeug hier anhab... Hey, wer von euch möchte von mir ausgepeitscht werden? Hier, ich. Ich meine, warum sollen wir die Scarlet-Anführer töten? Die machen doch auch nur ihren Job. Ihr wisst schon, was der Scharlachrote Kreuzzug ist, ja? Verirrte Kämpfer für das Licht, oder? Das waren sie früher mal. Heute sind sie in Wirklichkeit der größte Bayern-München-Fanclub in Azeroth. Bitte? Ja, wirklich. Und das Scharlachrote Kloster ist quasi ihr Vereinsheim. Oder denkt ihr wirklich, das rot-weiße Outfit wäre ein Zufall? Das sind Bayern-Fans? Sowas können wir nicht tolerieren. Zieht die Bayern die Lederhosen aus. Dynamo, Dynamo. In diesem Fall töten wir sie. Wie gesagt, sie haben vier Anführer. High Inquisitor Hönes, Herod Kahn, Scarlet Commander Beckenbauer und seine Sekretärin Heidi. Wir fangen mit dem Hohen Inquisitor an und müssen uns dazu durch die Bibliothek kämpfen. Und das tun unsere Helden dann auch. Sie besiegen eine Scarlet-Wache nach der anderen, bis sie schließlich vor dem Hohen Inquisitor Hönes stehen. Hört ihr den Lärm? Das klingt so, als würde da schon jemand kämpfen. Beeilen wir uns, vielleicht können wir noch helfen. Als unsere Helden die große Halle am Rande der Bibliothek betreten, müssen sie mit ansehen, wie eine Zwergendame von Hönes niedergestreckt wird. Wir kommen zu spät. Er hat sie umgebracht. Auf ihn! Das war ja immer unsere Politik, die Leute in ganz Deutschland zu befriedigen und mal zu ihnen zu kommen. Heute sind wir da. Was für ein kranker Mistkerl. Auf ihn! Wir müssen Bremen wegfegen, wir müssen Bremen richtig niedermachen. Was sagt er? Der Scharlachrote Kreuzzug lebt im Irrglauben, die ganze Welt bestünde aus Bremen, die alle versuchen würden, sie vom Thron zu stürzen. Kann mich mal einer böffen? Heute holen wir die drei Punkte. Schon! Verdammt, er ist ganz schön stark. Er versucht Horst mit einer hohen Ablösesumme und großem Gehalt auf seine Seite zu locken. Verdammt, er bereitet seinen gefährlichsten Spruch vor. Den Dreijahresvertrag mit Handgeld. Horst strauchelt. Miraculi, wir müssen ihn overhealen und den Spruch dispellen. Das hier ist für Ismael. Punk, execute! Okay, einer down. Gehen wir zum nächsten. Moment mal, wir müssen uns noch um die Zwergendame hier kümmern. Kümmer dich lieber um mich, ich hab einen Splitter im Finger von der alten Tür. Arme, tapfere Zwergendame. Hallo, ich bin die Ingrid und ich kann was werden. Hilfe, ein Zombie! Es handelt sich zweifellos um eine Zwergenjägerin. Ich nehme an, sie hat ihren Tod nur vorgetäuscht. Ja, im Vortäuschen sind wir Frauen einsame Spitze. Ich bin der Horst. Boah, hat die einen fetten Arsch. Miraculi, mein Name. Und ich bin auch Annie. Hallo, verehrte Jägerin. Ich bin Atinoviel und das ist Raul, unser... Raul, was guckst du denn so komisch? Raul, aufwachen! Oh mein Gott, solche Sprüche habe ich ja noch nie von Raul gehört. Das ist wirklich sehr nett von dir, edler Zauberer. Du verstehst ihn? Ja, sicher. Oh Mann, lass uns weitergehen. Wo ist eigentlich Cliff? Keine Ahnung. Oh mein Gott, sie haben Raul getötet?
Ich meine, ihr Schweine. Ah, Cliff, da bist du ja. Hast du gesehen, wer das war? Ja, ja, das war der Makai. Der wollte auch mal wieder treffen. Na, warte, den holen wir uns. Ich danke euch für eure Hilfe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Demnächst in Stormwind. Auf Wiedersehen. Ich frag mich, wie die mit dem Hintern durch die Tür kommen. Okay, Männer, lasst uns weitergehen. Unsere Helden schlagen sich tapfer weiter und weiter durch das scharlachrote Kloster und stehen einige Stunden später vor dem gefürchteten Herod Khan. Schaut ihn euch an, da unten steht er. Ich habe irgendwie den Drang, ihm eine Banane zuzuwerfen. Bananen hat's ja früher bei uns nicht gegeben, ne? Aber dafür hatten wir richtig leckere Spreewaldgurken. Meine Herren, können wir dann mal? Also, kann mich da mal wer? Horst, ich habe dir schon mal gesagt, dass wir keine Zeit für deine seltsamen SM-Spiele haben. Buffen, Miraculi, Buffen! Ach so, ja, okay. Du bist also der Titan. Dann versuch mal, den hier zu halten. Charge! Horst, bitte sei vorsichtig. Ich habe gehört, dass Herod Khan die Genitalien seiner Opfer sammelt. Eier, wir brauchen Eier! Verdammt, der ist ja noch härter als der hohe Inquisitor. Haut rein, Jungs. Soll ich Damage machen oder heilen? Er fragt, ob er Damage machen soll. Oh Mist, jetzt setzt Herod Khan zu seiner Spezialattacke an. Dem Affengesicht. Schnell, alle wegschauen. Verdammt, ich hab direkt reingeschaut. Eier, wir brauchen Eier. Wo ist denn der verdammte Rogue schon wieder? Ich bin hier. Aua. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ein Messer im Rücken habe. Das liegt vielleicht daran, dass du wirklich ein Messer im Rücken hast. Oh, dann müsste ich jetzt wohl umfahren, was? Das macht man so, wenn man gleich stirbt, ja. Naja, wenn sein muss. Gott, nicht mal normal sterben kann der Kerl. Meine Herren, können wir uns dann mal wieder auf den Bösen konzentrieren? Du siehst doch, dass Horst das fast alleine geschafft hat. Jetzt noch execute. Und wir können weiter. Siehst du, geht doch. Horst, beim nächsten Mal bitte schneller. Entschuldigung! Klasse, gute Arbeit, meine Herren. Oh Mann, ich könnte dringend eine Maniküre vertragen. Also, zack, zack, ab zum Finale. Jetzt geht's gegen Scarlet Commander Beckenbauer persönlich. Übrigens, hat irgendwer gesehen, wer Miraculi getötet hat? Wie interessiert's? Hauptsache ich bin am Leben. Schön, dass du so ein Teamspieler bist. Fürchtlich wahr, Dimitri. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Du bist eine Schande für das heilige Licht. Als würdest du die Folge überleben. Was habt ihr denn plötzlich alle? Das schert man mal eine Folge nicht und schon hasst dich jeder. Gehen wir weiter. Wir haben noch einen schweren Job zu erledigen. Und so ziehen unsere Helden dem großen Showdown entgegen. Dem großen Boss persönlich. Scarlet Commander Beckenbauer und seine Sekretärin Heidi. Sieht das beeindruckend aus hier. Das hier ist also das Herzstück des Klosters. Ich meine des Fanclubs. Wirklich hübsch. Überall bei der Münchenfahne, es ist ja widerlich. Wo ist denn nun der Big Boss? Da hinten ist der Altar, aber kein Kaiser. Commander. Da hinten kommt weh. Da ist er. Two friends, das nächste Mal, wenn wir zu einem großen Showdown verabredet sind, kommst du aber pünktlich. Was haben wir denn gemacht? Haben wir geschlafen? Natürlich haben wir geschlafen. Ja, wir haben uns ausgeruht. In der Zeit, wo wir geschlafen haben, da haben wir geschlafen. Ja, ja, ganz ruhig. Können wir dann? Ich muss ja sagen, ich hätte mir den großen Boss irgendwie anders vorgestellt. Der sieht irgendwie alt und grau aus. Irgendwie so gar nicht heldenhaft. Jeder hat einen Makel. Es gibt keinen Makellosen. Ja, den gibt's nicht. Nicht einmal in der Geschichte der letzten Tausenden von Jahren. Jesus vielleicht, ja. Genug gequatscht. Jetzt wird gerockt. Charge! Warte noch, Horst. Vielleicht können wir uns ja irgendwie friedlich einigen. Ist eigentlich logischerweise kann es nicht passen. Aber es gibt doch mal die Möglichkeit, dass es, sagen wir mal, passen könnte. Halt endlich die Fresse! Seit Jahren muss ich mir dein blödes Gequatsche anhören und dafür friss meinen Execute! Tot, er ist tot. Horst hat ihn gewonnen-hittet. Das war ja einfach. Erinnert mich irgendwie an den Arthas Hönniker. Der war genauso schnell down. Ronny, guck mal, da hinten eine große Mauer. Oh mein Gott, ich hasse Mauern.
Also irgendwie ist heute der Wurm drin, schon wieder einer down. Naja, ohne den Paladin wird's eigentlich leichter. Das habe ich gehört. Moment mal, ich dachte, du wärst tot. Lay on hands. Oh, verstehe. So, Schild an und Hearthstone. Oh, verdammt, schon wieder so ein Reflex. Jetzt hat der Trottel sich rausgeportet. Egal. So, können wir dann mit dem Beckenbau looten und raus hier? Verdammt, da kommt seine Sekretärin Heidi. Steht auf, mein Held. Ja gut, der Jürgen Klinsmann ist ein praktischer Weltstar. Er kennt die Mannschaften aus dem FF. Wir blenden an dieser Stelle aus, weil der liebe Horst völlig ausrastet und dieser Teil definitiv nicht jugendfrei ist. Wir machen einen kleinen Sprung und schalten uns direkt nach dem Endkampf wieder ein. Horst steht in einem kleinen Berg von Körperteilen, die mal dem Scarlet Commander und seiner Sekretärin gehört haben. Oh, Horst, ist das eklig. Du musst es auch immer wieder übertreiben. Entschuldigung, aber einer muss ihn ja mal zum Schweigen bringen. Hier, hast du eine Kotztüte, Uschi. Danke, Cliff, das ist nett von dir. Mir ist so schlecht, dass ich... Jetzt hat es auch die liebe Uschi mal erwischt. Wieso macht dich das so fröhlich, verdammt? Solange sie noch warm ist, könnte ich eigentlich... Dimitri, ich habe so langsam das Gefühl, dass du hinter die ganze Sache steckst. Horst, red nicht so viel. Hilf mir lieber, sie auszuziehen. Wir machen Bilder von ihr und verhökern die im Internet. Du führst sie nicht anfassen, sonst... Horst? Hast du eigentlich einen Tiefschutz? Ach, sowas brauche ich nicht. Wann krieg man schon mal einen Schlag in die... Zu? Wollen wir denn mal nach Hause? Bebel, ich bin gleich bei dir. Alle tut nur, ich leb noch. Na, wer hat jetzt gut lachen? Cliff, warum schaust du mich so komisch an? Wo willst du es hinhaben? Wieso zieht gerade mein Lehm an meinen Augen vorbei? Was nehme ich bloß? Das Fischmesser, das Hackbeil, die stumpfe Klinge. Ach, verdammt, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Okay, lieber Cliff, dann machen wir es einfach so. Wir verschieben das große Duell auf die nächste Folge. Dadurch hast du 2 Wochen Zeit, dir genau zu überlegen, welches Messer du nimmst. Das finde ich eine gute Idee. Welches Messer wofür? Gott, wie er es immer noch nicht geschnallt hat. Findest du es nicht seltsam, dass wir alle mit einem Messer im Rücken gestorben sind und jedes Mal Cliff hinter uns stand? Wer kann also deiner Meinung nach nur der Täter sein? Ah, Gott, wie konnte ich nur so blind sein? Das war natürlich der Paladin. Ich? Naja, der hätte eine halbe Stunde pro Opfer gebraucht. Ja, wer war es denn dann? Es war die Gärtner! Dimitri, Cliff wird dich gleich aufschlitzen! Was? Nein! Schnell beenden wir die Folge. Kommt schon, ich möchte einmal überleben, bitte. Okay, tun wir ihm den Gefallen. Bis zur nächsten Folge von Ellimania. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es im scharlachroten Kloster zum großen Showdown zwischen Cliff und Dimitri kommt. Den natürlich ich gewinnen werde. Ich meine, wie will der Schurke meinen scharfen Blick entkommen? Wo ist er hin? Ich bin hinter dir. Können wir nicht einfach nur Freunde sein? So, nun ist alles fertig, dann müssen wir uns einfach vom Acker machen, dass nicht der ganze Tag für die Katz war. Oh, die Adresse, die Amodia liest ich, Trofester, wenn die Samdäien erlang. So tun vor Augen der Glärgen im Skow, gehen es dem Menschen Sünger in Sang. Oh.